So, wir werfen heute einen Blick auf iPlan, eine Kalender-Synchronisations-Applikation mit Google-Abgleich, mit allen möglichen, die gerade veröffentlicht wurde fürs iPhone, fürs iPad, gibt es sie, glaube ich, schon ein bisschen länger. Und der initiale Preis von 9 Euro wurde heute auf 89 Cent reduziert. Ich bin mir nicht sicher, ob die das wieder auf 9 Euro anheben. Aber wir haben das einfach mal zum Anlass genommen, die Anwendung hier vor die Kamera zu ziehen. Vor allen Dingen auch, weil die so unglaublich viele Feature hat, dass wir uns da einen Wolf getippt hätten und zahlreiche Listen vollgeschrieben, was sie alles kann. Und wir haben gedacht, wenn wir da im Video drauf schauen, geht die ganze Sache ein bisschen schmerzfreier für alle von der Bühne. Ich starte hier einfach mal. Wenn die aufgeht, ist das hier die, beziehungsweise die von mir konfigurierte Wochen- beziehungsweise Monatsansicht. Man kann sich hier in den Einstellungen einstellen, was angezeigt werden soll, wenn man die das erste Mal startet. Und ich würde vorschlagen, wir tippen uns hier einfach mal ein bisschen durch das komplette User Interface durch, weil hier gibt es echt eine ganze Menge zu sehen. Fangen wir mal oben an, oben links. Wenn ich darauf tippe, auf dieses iPlan-Symbol, dann klappt mir die Anwendung hier so eine Seitenleiste auf. Da kann ich mir zum einen die bevorstehenden Termine anzeigen lassen, habe hier eine To-Do-Liste drin und sehe hier auch die fertigen To-Dos dann. Also hier könnte ich mir, wenn ich denn dann mit To-Do-Listen arbeiten würde, die anzeigen lassen. Habe hier, wie gesagt, meine Termine, die bevorstehenden, kann hier direkt auf einen rauftippen und kriege dann nochmal die Infos dazu angezeigt. Hier unten sieht man, ich habe ein paar Exportoptionen. Springen wir wieder zurück in diese Monatsansicht und bleiben aber trotzdem weiter oben auf der Leiste drauf. Ich habe, wenn ich hier auf diesen Januar tippe, vielleicht mache ich das nochmal zurück, Januar 13 steht ja da oben. Wenn ich darauf tippe, kann ich direkt zu einem von mir ausgewählten Datum springen. Das Ganze nett gemacht. Oben rechts sehe ich die aktuelle Temperatur, minus 2 Grad. Auch wenn ich hier, also beziehungsweise auch das ist ein Button, wo ich rauftippen kann, wenn ich das mache, dann blendet er mir die aktuelle Temperatur ein. Bedient sich dabei meines aktuellen Standorts, das kann man in den Einstellungen noch einstellen. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, mir auszusuchen, ob ich die ganze Sache in Celsius oder Fahrenheit angezeigt haben will. Springen wir wieder zurück in die Hauptansicht. Ich habe jetzt hier im Januar ausgewählt, ich könnte mich hier auch durchswipen, zwischen den einzelnen Monaten wechseln. Und habe die Möglichkeit, hier irgendeinen Tag anzutippen. Ich tippe mal auf den meinetwegen zweiten und sehe dann hier unten die entsprechenden Termine, die da drin sind. Er zeigt mir jetzt hier gerade die Feiertage an, weil ich da noch einen Feiertagskalender drin habe. Aber wie gesagt, man kann sich hier einfach durchtippen und kriegt dann unten die Liste angezeigt mit den Terminen, die bevorstehen. Wenn wir uns das mal anschauen, beziehungsweise wenn wir unsere Aufmerksamkeit jetzt mal unten auf die Leiste legen, da wo jetzt gerade Monthly steht, wenn ich darauf tippe, zack, kann ich mir auch noch aussuchen, dass ich eine Tagesansicht bzw. eine Wochenansicht angezeigt bekomme. Die sehen dann so aus. Das hier wäre jetzt der Tag vom 2. Januar, beziehungsweise so. Ach ne, Wochenansicht wollte ich. Woche, genau. Und das wäre dann die Wochenansicht, die sich hier so aufblättert. Springen wir zurück zur Monatsansicht und bleiben unten in der Buttonleiste drin. Wir haben hier den Button, der uns sofort auf den aktuellen Tag zurückhüpfen lässt. Jetzt kann ich hier mal wieder zum 2. Januar springen. Wir haben unten dieses Häkchen, was uns sofort eine neue Aufgabe erstellen lässt. Die sind dann links in der Liste drin. Zur Aufgabenerstellung brauche ich, glaube ich, erstmal nicht viel sagen. Ich kann ja mal hier was reintippen, Milch meinetwegen, zack, fertig. Und kann dann hier noch ein Datum vergeben, eine Notiz. Das mache ich hier mal zu und wir springen auf den nächsten Button. Das Plus hier unten, das erstellt einen neuen Kalendertermin. Hier sind so ein paar Voreinstellungen gesetzt, die wir uns gleich mal in den Settings noch angucken. Die kann man nämlich frei definieren und sagen, hey, immer wenn ich einen neuen Termin erstelle, dann fang doch bitte so und so an. Dann mache ich mal wieder aus hier. Unten haben wir noch das Auge. Da können wir uns aussuchen, welche Kalender angezeigt werden sollen. Und ganz unten, ganz rechts sind die Einstellungen. Da tippen wir uns gleich mal rein. Ich will vorher noch mal kurz auf die, ja, welche nehmen wir denn? Sagen wir mal die Wochenansicht gehen. Und das mal hier kurz zeigen. Ich habe hier jetzt den zweiten mir ausgewählt. Wenn ich hier ein bisschen länger drauf tippe mit dem Finger, dann kriege ich hier so ein Feld, wo ich einen neuen Termin setzen kann. Ich ziehe das hier einfach mal runter, kann hier auch noch den Tag switchen und sage jetzt hier, alles klar, um 9 Uhr am 3. will ich einen neuen Termin machen. Der geht dann auf und ich habe die Möglichkeit, na? Nicht, dass ich hier was falsch mache. Genau. Und ich habe die Möglichkeit, mir dann hier noch die spezifischen Informationen zu bearbeiten. Springen wir nochmal zurück und gucken als letztes in die Einstellungen der Anwendung rein. Die sind nämlich wirklich unglaublich vielfältig. Über iPlan brauchen wir uns, glaube ich, nicht durchzulesen, genauso wenig wie die Hilfe hier. Der dritte Punkt ist ganz interessant für Google-Benutzer. Da kann man sich sein eigenes Google-Konto hinzufügen, um da die Kalender abzugleichen. Das mache ich jetzt mal nicht.
bin ich kein großer Freund von. Persönliche Einstellung, die sollten wir uns auf jeden Fall angucken. Hier können wir uns einmal ein Theme auswählen, also einfach den Look des Kalenders bestimmen. Wir können uns aussuchen, an welche Ansicht gezeigt werden soll, wenn der Kalender startet. Da haben wir hier die Monat-, Tag- und Wochenansicht, die wir uns vorhin schon angeschaut haben. Soll das Datum auf dem Icon angezeigt werden? Das ist nicht so der Hit, weil dafür muss der Kalender dann täglich mindestens einmal gestartet werden, damit das Datum auch immer aktuell ist. Wir haben eine Passwortsperre und eine Multitasking-Sperre. Kalender bearbeiten. Hier können wir dann sagen, welche Kalender angezeigt werden sollen, beziehungsweise können den einzelnen Kalendern, ich nehme hier mal den Notizkalender raus, meinetwegen, noch eine Farbe zuweisen und die ganze Sache auch umbenennen, wenn wir möchten. Springen wir weiter runter. Die Standardeinstellungen, die sind relativ wichtig. Das sind nämlich die Einstellungen, die darauf Einfluss haben, wenn ihr einen neuen Termin anlegt, was dann da standardmäßig gesetzt ist. Also wir haben hier eine Zeiteinstellung drin, dass neue Termine immer automatisch ungefähr eine Stunde lang sein sollen. Da könnte ich mir auch sagen, hey, ein neuer Termin ist immer ein Ganztagstermin. Habe hier unten die Möglichkeit, die Mail-Export-Option einzustellen und kann hier auch Wiederholungen setzen. Weiter unten sind die Anzeigeeinstellungen. Sprichwort ist jetzt gerade aktiviert, ist nicht so der Hit, der ist dann in der Kalenderanzeige immer noch so ein kleines Zitat von Konfuzius oder so. Das kann ich hier gleich mal ausmachen. Ich finde übrigens, die Button sind ein bisschen irritierend, dass quasi die 1 deaktiviert und die blaue 0, wenn man die sieht, die zeigt dann eine aktivierte Option an. Wochenende farbig markieren, Datumsformat sollte auch klar sein. Die Anwendung, muss ich vielleicht nochmal erwähnen, ist relativ gut ins Deutsche übersetzt, hat aber hier und da immer noch so ein paar Schwachstellen, die darauf hindeuten, dass das wahrscheinlich amerikanisch bzw. englisch die Sprache ist, die der Entwicklung hier zugrunde lag. Also bei dem Dezember im Datumsformat sehen wir es gerade, der ist mit DEC und nicht mit DEZ abgekürzt. Das sind Sachen, die man vielleicht noch verbessern könnte. Datumsformat, wie gesagt, können wir uns hier unterschiedlicher auswählen und hier hinten dann auch aussuchen, ob wir das Jahr mit 2 oder 4 Ziffern angegeben haben wollen. Monatsanzeige, erster Tag der Woche, Sonntag, den stelle ich mir hier gleich mal auf Montag um. Zack. Kalenderwoche anzeigen, ja, das möchte ich gerne. Und wie gesagt, jetzt komme ich hier wieder mit dem Button durcheinander, weil normalerweise würde ich denken, 0 ist aus, wenn ich jetzt hier auf die 1 tippe, aber dann ist es erst aktiviert. Also springen wir wieder zurück, Kalenderwoche anzeigen haben wir drin, Geschäftszeiten ist auch ganz nett, 24-Stunden-Format macht Sinn und unten noch die Wettereinstellung, da haben wir eben gesagt, hey, ruf einfach meinen aktuellen Standort ab und zeig mir dann das Wetter zu der Position, wo ich mich gerade aufhalte. Das ist iPlan. Ich finde es ganz gut, dass er eine Monatsansicht startet. Genau, wir haben hier dann den kompletten Überblick, einen Schnellzugriff auf Aufgaben und Wetter, können hier die einzelnen Termine farblich angepasst sehen. Und ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut. Das ist eine schöne Allround-Applikation, die es jetzt, wie gesagt, auch fürs iPhone gibt. Ich hoffe, es hat so einen kleinen ersten Eindruck gegeben und wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuschauen.